Mit 86% der Stimmen wurde Maaßen am Abend von den Delegierten von 4 CDU-Kreisverbänden gewählt. Anschließend grenzte sich der ehemalige Verfassungsschutzpräsident von der AfD ab. Auch der Kuschelkurs mit den Grünen müsse aufhören. Ich sah und sehe mich auch heute nicht als konservativ oder rechts, sondern als sozial und als einen Realisten an, der geerdet ist und der nicht im Elfenbeinturm lebt. Wir müssen als CDU verhindern, dass der Wahlkreis in die Hände einer linken Partei oder der rechten AfD fällt. Die Personalie hatte vor der Entscheidung bundesweit für Unverständnis und Kritik gesorgt, auch in den Reihen der Union. CDU-Chef und Unionskanzlerkandidat Armin Laschet sagte kürzlich, auch Maaßen müsse sich daran halten, nicht mit der AfD zu kooperieren oder zu sprechen. Nicolas Zimmer, der viele Jahre Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin war, schrieb auf Twitter: Nach über 30 Jahren, in denen ich auch Abgeordneter, Fraktionsvorsitzender und Staatssekretär war, bin ich heute aus der CDU ausgetreten. Eine Partei, die Maaßen nominiert, ist nicht mehr meine. Und die aus Thüringen stammende Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt schrieb auf Twitter: Mit Maaßen öffnet die CDU ihre Türen nach rechts. Maaßen war 2018 massiv in die Kritik geraten, weil er bezweifelt hatte, dass es nach der Tötung eines Deutschen in Chemnitz zu Hetzjagden auf Ausländer gekommen war.